Grüß euch. Ja, wir da für Kreiseln. Da haben wir Friesack, da haben wir Hochwiesen. Da haben wir den ersten Schnitt mitgemacht daneben, das wächst wieder gut auf. Und jetzt fahre ich mit der Rennstreckenrichtung rüber. Vor lauter Peter Ratschen habe ich da drüben vergessen überfahren. Aber ich fahre gut aus einmal. Jetzt fahre ich da oben, dann haben wir die Insel rüber und die kleine da. Jo, da drin ist nicht so viel drauf, da ist ein Feldfahrt, dass wir von einem hoch sind. Das ist nicht ganz so nachgewachsen, wie ich mir das vorgestellt habe, dass wir noch sind. Eben durch die Dauerwiesen, das sind eh nicht so schlecht. Da rein haben wir vor ein paar Jahren umgebrochen und Mais gehabt, aber da war Bomber drauf, das war wirklich extrem gut. Aber ne. Jetzt ist halt da mit der Wiese, das hat nicht wirklich funktioniert. Die daneben drüben, die erste drüben, die ist super. Da ist ein guter Tag drauf. Ja, da. Ja, da sind wir beim Bau. Aber wenn wir schön zusammenbringen. Wenn der Aal drauf, wenn der Gülle da, dann haut es wieder hin. Aalfieren. So wie Oberösterreicher, gell? Jo, gestern haben wir eingeführt. Haben wir 6 Fahrer angeführt. 6 gut volle Fahrer. Eben dort, wo ich vorher schon gezeigt habe, im letzten Video. Wo es ein Haufen Futter war, aber echt ein Haufen. Es sind nicht kleine Fleckchen dort, aber es war ein Haufen Futter. So, jetzt ist es umscheißen, wenn da ist. Da rein, wenn wir Ballen machen. Und da wollen wir noch am Nachmittag mit dem Forstanhänger reinfahren. Also zuerst mit dem Doppelschwader. Dann nochmal heimfahren. Dann habe ich mit dem Forstanhänger Balken zu entfernen. Noch irgendwann am Abend einmal. So ist das. Ich fahre da mit der 430er Zapfen. Hat beim Lindner, die Steier haben 430er Zapfen. Hat einen großen Vorteil. Eben, es wird das Futter schon wieder aufgenommen beim Wenden. Also beim ersten Mal kreiseln mit der 57er, beim zweiten Mal kreiseln mit der 45er, oder dort sieht man eh schon, wie trocken es ist, oder dort gegebenenfalls auch schon mit der 34er. Und dann beim letzten Mal auf alle Fälle mit der 34er, damit so kleine Madeln entstehen, da werden sie helfen, und wenn ein bisschen Wind geht, dann lüftet es noch besser durch. Weil dann ist es noch weiter weg vom Boden. Das lüftet noch besser durch. Das ist der Trick bei den Sporer, bei den Kreislern. Er hat relativ große, wie sagt man da? Er hat relativ große Durchmesser bei den einzelnen Kreislern. Ist nicht ganz ideal, gell? Aber ist halt so. War damals so. Das ist auch schon wieder, weiß ich nicht. 15 Jahre ist er leicht. Oh, funktioniert das super. Ganz robust, es schaut sehr filigran aus, ist aber relativ robust. Bis auf da die Seitenstrebe sind auf dem Zahn schwarz, aber ja. Was nicht Schlimmeres ist. Das ist der Rest, ist wirklich ja, problemlos. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns auch beim Schwaden. Servus da mal. So. Jetzt sind wir Schwaderern. Letztens habe ich eine geschrieben, weiß ich nicht, erste Schnitt irgendwo, das bringt am Video. Boah, ich werde es irgendwo oben verlinken, dann siehst du es. Dort habe ich eine geschrieben, halt die ganzen Maschinen und unter anderem, warte, jetzt muss ich da vorne mal aufpassen, Böttinger 662. Und mir hat da gleich einer geschrieben, warum ich da 6260 nicht schreibe. Das ist kein 6260er. Ja, es ist kein 6260er, ich weiß. Aber man kann sich einfach auch einmal ganz normal verschreiben. Gell? Gleich Morten Totschlag, warum da 6260 draufsteht. Und nicht 6250. So, das ist ein 6250er Doppelschwader von Böttinger. Ja. Er tut seinen Zweck, aber funktioniert. In Fenty ist lustig. Erstens ist es klimatisiert.
habe ich mich schon das erste Mal verhaut beim Hegen, aber nicht mit dem Dreck. Aber nicht mit dem Fendt, mit der Klimalok, sondern mit dem Lindner, weil ich die Frontscheiben aufmachen muss dem Lindner, aber sonst gehst du Ring ganz normal ein. Bis schaust aus wie frittiertes Bockhändle. Noch 2-3 Stunden hängen. Und habe ich keinen Kopf mehr aufgehabt, dann ziehst du am Schädel und hast schon Schädel weh. Das kann da wieder nicht passieren. Das kann da bei den Krempel nicht passieren. Ja, wir haben immer Ballen morgen. Ihr wisst, sie haben eigentlich nicht ganz so Freude mit Ballen, vor allem nicht mit Silo-Ballen. Aber ein paar müssen wir trotzdem im Jahr machen, es hilft nichts. Vor allem, weil wir noch verletzt sind, so einen Haufen Futter haben. Und falls wirklich ein Futter zum Verkaufen war, das geht als Heuballen leichter. Wie vom losen Silo aus. Ist auch klar, gell? So, ich muss da Blumen jonglieren. Also haben wir gerade beschlossen, ein Praktikant rein, sowas kannst du auf so ein Gerät halt nicht mehr aufgelassen. Also du musst schon mitdenken. Also für eine Fachschule rings, was ist ein Doppelschwader schon was Gutes. Aber Doppelseitenschwader glaube ich eher nicht. Den Hund hätten sie gleich einmal irgendwo reingestellt in irgendeinen Berg und Co. Nein, das ist echt nicht ohne. Du musst halbwegs mitdenken bei dem Zeug. Aber ja, er riecht extrem sauber. Ich fahre jetzt mit 380 Umdrehungen, ist fast ein bisschen schnell. Aber man kann auch noch anständig Gas geben. Man fährt da 15 km/h und der riecht noch immer sauber. Geil ist auch, weil er richtig breit, also zwischen den Moden richtig viel Platz hast, weil er einfach mit der Doppelschwader ist, ein Seitenableger. Wirklich cool. Hast dann auch Platz zum Ablegen, auch zum Umrahmen und zum Rangieren ist er echt super, weil er super nachgeht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht zuerst. War eher sehr skeptisch. Ein Schwad da haben wir ein bisschen außen dran noch. Sollen wir gleich machen. So, sollen wir gleich machen. Genau, wenn wir die bessere Moden ablegen für den Ballenpräser. Weiter geht's mit Schlappus de la Bierlosen. Schub, schub! Ja, Ballen zusammentragen tue ich noch auch mit denen. Ich habe aber nachher noch einen Ballenhänger mit, also den Forstanhänger, den haben wir einen Ballenaufsatz. Das wird sich ja sicher denken, wie das, dass ich keine Ballen mag. Sind wir ja relativ gut ausgestattet für Ballenwerbung. Ja, sind wir, ja. Der Forstanhänger, wisst ihr, ist eine Gemeinschaftsmaschine. Und dort haben wir seinen Ballenabsatz dabei. Das ist aber echt eine coole Geschichte. Ja, da haben wir ein paar Buckelpisten. Weil was wir mit dem Fleck machen sollen, da ist verhältnismäßig wirklich nichts drauf. Siehst du das? Da ist echt nichts drauf. Drüben sind seine Moden an seine Dicken. Und da ist fast nichts drauf. Es ist auch die Futterschwindart da relativ gut auf dem Fleck. Aber trotzdem ist keine Ausrede. Da müssen wir irgendwas machen. Nachsagen wir jetzt sowieso. Bestand ist auch sehr lückig. Wenig Bodenfutter. Nachsahn und Gülle. Und im Herbst schon ein anständig Mist auf einmal. Jo! Ihr kennt eh die Arbeitsweise schon von dem Gerät. Ja, jetzt fahre ich da mit ca. 10 km/h. Und da riecht es sehr, sehr gut. Ja, okay. Ich würde sagen, jetzt sehen wir uns auch beim Ballen auflegen. Vielleicht gibt es schon ein Preis dazwischen, nur sehen wir.
Okay, bis später. So, jetzt haben wir wieder zusammenführen mit charmanter Begleitung, die fährt mit dem Traktor. Da brauche ich nicht im Absteigen. Meine Freundin. So, passt? Da brauchst du die Kupplung treten. Musst eh nicht, der geht eh normal selber in die Neutralstellung. Aber dann musst du halt die Handbremse da anziehen. Jo, eh. So, heute ist die Klimalok. Nicht der Eingang, sondern das Gas wahrscheinlich auch. Man muss jetzt den Tag noch füllen, sonst kriege ich da vorüber. Geht? Beim Ballenbläser ist die Antriebskette hinwollen. Was? Ist die Antriebskette hinwollen? Passt? Wo steht denn unten? Oben da ist ja beim Display so ein kleines Fußpedal. Beim Display, rechts. Beim Fußpedal drüber steht den Gazol. Passt. Passt das schon? Der richtige Gang drin. Aber die richtigen Stufen. Geht? Eben, das die Antriebskettengrisen ist, hätte man da eben auch noch bremsen können. Aber ja, jetzt muss der Vater noch zweimal reinfahren. Einmal ist er schon gefahren. Und jetzt haben wir da den Rest zusammengeklappt. Eine haben wir schon angeführt, da vorne, volle 12 Beine. Jetzt haben wir noch einmal, vorne ist einer drauf, 7 glaube ich, hoch. Ich glaube 7. Passt, perfekt. Wenn ich im Absteigen muss, dann ist auch super, dann geht's perfekt. Was ist dann? Wenn er morgen kein Mut endet, dann hätte ich immer noch Ärger. Vor allem morgen kein Mut endet, Schnee. Okay, 7 ist an, ja. 7 und 12. Geht? Keine Spannerin, nur mal die 2. Da geht die Abkehr vor, jetzt wird es wieder lustig mit der Batterie. Passt! So, dann haben wir da noch ein gut drüber und nachher sind wir wieder beim Anfahren. Eben, die Öfe gehen auf, auf den Ballenbogen. Vorne noch einer sind die Öfe. Passt. Na, passt, sehen wir uns das nächste Mal. Servus.